Lol. Hops. Hops. Ehrlich, dieser Dungeon. Der blöde Eingang, ey. Ich sehe schon, wir bauen uns dann einen eigenen Eingang, vermute ich fast, wenn wir das Vieh besiegt haben. Also wenn ich jetzt einen Block hier abbaue, dann gehen die direkt auf mich los. Weiß ich nicht genau, ab wann die auf dich losgehen. Okay, du kannst hier gar keine Blöcke abbauen. Ja doch, du brauchst eine bestimmte Pickaxe. Ich glaube dann mit der Crimson, mit der Crimtain Pickaxe oder sowas geht das dann. Okay. Aber du brauchst ein bestimmtes Level erstmal, um die Blöcke abbauen zu können. Und es hat dann meistens ein Level, wo es keinen Sinn mehr macht, da sozusagen drum zu gehen. Plus 4% Damage hast du in Shackle. Das ist ja mal nice. Was ist das denn? Ein Shackle ist einfach so ein keine Ahnung. So ein grauer Ring. Ja, kann sein. Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Gut, dass ich noch eine Cloud in einem Bottle habe. Also da oben meine ich müsste dann demnächst eine kommen. Weil da waren auch drei Harpien. So, ich bin ganz oben. Ich habe noch keine Harpien. Ich hatte gerade noch Steine, da sind Steine. Ah, da kommen Harpien. Das ist sehr gut, wenn du mich verteidigst, kann ich ja weiter bauen. Oh. Ja, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Dann baust du und ich verteidige. Nicht sterben, Alex. Alles klar. War zwar gerade knapp, aber ich bin nicht tot. Fällt mir was auf. Wieder da. Und cool. Oh geil, oh geil! Okay, ich zieh die Magschund an. Alles klar. So. Sollen wir das ganz normal machen? Gleich zwei? Ja, schwieriger. Ich hab drei dort getroppt, wo ich dort rumstand und geschossen hab. Okay, ich bin dafür, du baust und ich verteidige. Zumindest so gut wie ich kann. Oh Mann! Alex. Ich kann doch springen. Ich kann doch springen. Das Springen hebe ich mir immer auf als letzte Notfalllösung. Ist eine gute Idee, gell? Mhm. King Slime has awoken. Oh. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Der ist überhaupt nicht groß, meinst du? Aber weißt du was? Wir haben eine geile Stelle, um ihn zu kämpfen. Alter. Kann ja gar nichts. Nein, nicht weil er zu uns nicht rankommt, deswegen kann er nichts. Aber der bringt, glaube ich, einen NPC, wenn du den tötest. Weil der hat ja dann einen NPC drin, wenn du es gerade so siehst. Ja. Der droppt Mana-Kristalle oder irgend sowas, kann das sein? Keine Ahnung. Das sind irgendwelche blauen Sterne, bei denen nicht? Doch. Oh. Mana alle. Ja, geh mal dran. Alter, der glitscht da manchmal so komisch durch. Achso, ich hab wieder Mana. Ich hau einfach so drauf. Stirb, Kings Slime. Stirb. Hä, wie viel Leben hat er noch? Wie viel Leben hat er insgesamt? Der hat 2000 Leben. Ach ne, das sind einfach bloß Mana-Auffüllkristalle. Kings Slime has been defeated. Zerfetzter Stoff, Ninja-Kapuze. Ja, eine Ninja-Kapuze klingt doch lustig. So, was noch? Ne, er hat nichts gedroppt sonst. Ja, bei mir auch nichts sonst. Oh, jo. So, eigentlich werfen wir jetzt gerade hoch. Ja, eigentlich. Aber was ist denn gerade los, ey? So, jetzt. Es geht scharf hier mit den ganzen Bossen. Oh, hier oben springe ich schon mal höher. Sehr interessant. Das bin mir auch gerade leicht geleckt. Ah, wir müssen glaube ich nach rechts, kann das sein? Ja. Weil wir sind wahrscheinlich auch schon bald am Ende.
Und ich habe kein Mana. Das ist aber ganz schön blöd, wenn ich das mal so sagen darf. Versuchen halt den direkten Weg hoch. Hoch. Federn brauchen wir, die Federn brauchen wir später noch. Da kommt ja noch eine entgegen. Das war aber. Ne, die geschossene Feder nicht, die. Die da? Ja, die da brauchen wir. Hab's in der Luft aufgefangen. Because I can. Mit den Rocket Boots wäre das so viel einfacher. Oh ja. Ach, du willst jetzt einfach einbauen? Ich wollte einfach jetzt rüberbauen zu der Insel. Da muss ja irgendwie die Insel sein. Skybridge, go, go, go. Au, au, au. Alter, kann nicht wahr sein. Warte mal einen Moment. Buch. Wahrscheinlich jemand ins Zimmer gekommen oder irgend sowas. Da muss ich dir mal zugeben, hast es ja gut geraten. Huch. So, wo ist denn jetzt die blöde Insel? Du sollst keinen Pilz essen! Lol. Mein Spiel hat minimiert. Das ist nicht so gut. Mein Spiel ist abgestürzt. Schon wieder, ja? Bei mir schießt er immer. Warum hat mein Spiel minimiert? Windows-Taste for the win? Nee, eigentlich nicht. Oh. Ah, super, jetzt bin ich wieder am Spawn. Du bist dann gar nicht wieder drin bei mir. Ja, ich muss gerade das Spiel nochmal starten. Ja, jetzt, Alex has left. Ich hasse das, dass es beim Minimieren immer abstürzt. Deswegen spiele ich bei mir im Fenstermodus. Es hat sowieso Probleme mit dem Fullscreen, habe ich das Gefühl. Weil ich habe auch sonst immer, wenn ich im Fullscreen spiele, habe ich so, ist, keine Ahnung, so alle 5 Minuten mal so ein 3 Sekunden Standbild oder schon mal sowas drin. Juhu, ich bin wieder da. Und du bist, achso, ich sollte erstmal in deine Party. Ich bin grün. Du bist natürlich am Arsch der Welt jetzt. Ach, ich fahre mir gerade Federn. Federn. Aber mich erfreut es sehr, dass meine Mikrofonqualität doch besser geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ich muss schon sagen, dass wenn man Audacity nicht mehr braucht, schon um einiges einfacher ist. Vor allem, weil du keine Synchro-Probleme hast. Ganz genau deswegen. Das ist aber eigentlich wenn dein Spiel zum Abschluss, kann das sein, dass da deine Videodateien korrumpiert werden? Das ist ja nicht bei mir immer so. Nö. Dann mit der Fraps hält alles relativ gut synchron. Ne, ich meine, bei mir ist da fehlen immer mal so die letzten 30 Sekunden beim Wiederherstellen von den Dateien, weil die halt nicht richtig abgeschlossen geschrieben werden. Achso, ne, Fraps macht das nicht. Der speichert unkomprimiert und der schreibt dann, keine Ahnung. Also bei mir hat noch nie was gefehlt. Wie hoch ich hier oben springe, ey, es ist so geil. Wuhu! Eigentlich soll man ja keine Skybridge bauen, wegen Meteoriten und so Kram. Okay, ich bin rechts an die Seite gekommen und da ist nichts. Vielleicht ist es auch die Höhe, wo die Harpyons spawnen. Kann das sein? Oh, fuck. Nein! Jetzt wird's geil. Oh, super. Das ist aber oben auf... Ich kann es auch selber holen, denke ich. Ich bin nicht alleine. Juhu! War mal gerade kurz ein Amethyst-Tuck, ne? Da haben wir das meiste.
Jetzt. Dankeschön. Oh, jetzt kann ich nicht mehr doppelt springen, das ist so schrecklich. Ja, ich weiß. Aber wir müssen doch eigentlich eine Cloud in der Bottle haben. Ne, die habe ich dabei. Ja, genau. Super. Waterworking Potion, Featherfall Potion, Usability Potion. Wir haben noch Flinkheitstrank, glaube ich. Nee, den Flinkheitstrank brauche ich nicht. Oh, Quatsch. Oh, wobei, vielleicht hätte ich ihn doch nutzen sollen. Wurdest du von einer Harpie getötet? Ja, ja, ich habe nicht auf mein Leben geachtet, ich Trottel. Ups. So, also wenn ich hier jetzt die Tür abbaue, dann krepiere ich instant. Oder kann ich die einfach so aufmachen? Keine Ahnung. Warum bin ich mir so neugierig? Beim Dungeon, wenn du die Tür kannst, glaube ich, noch aufmachen. Wenn du reingehst, kommt halt so ein Vieh angeflogen und macht dich tot. Scheiße, das war jetzt ein Fehler. Alex ist tot. Nein. Aber das ganze Wasser fließt in den Dungeon. Das außerdem. Deswegen. Ach, super. Jetzt haben wir das ganze Wasser im Dungeon. Nee, okay. nur die Hälfte. Also du wirst nicht getötet. Au, 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 au. Blöde. Wenn du irgendwas außen abbaust. Au, 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 nein, 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 nein. Boah. Oh, meine Güte, ey. Das ist so schrecklich ohne Items. Vor allem, wenn du durch die Luft fliegt und dann irgendwelche Harpien angeflogen kommen. Och, geht doch weg, ihr blöden Mist, Harpien. Ich flieg doch schon extra niedrig, damit mich nicht mehr nervt. Weil ich glaube, ich bin nicht wirklich schneller mit dem. Mit der Variante. Nee. Ach man, ich will jetzt immer doppelt springen, ey. Voll schrecklich. So. Boah, schrecklich. Doppelspringlust. Das geht nicht. Ich glaube, so bin ich ein bisschen schneller. Sieht danach aus. Vielleicht klappt das sogar. Anscheinend ist die Insel ein bisschen weiter unten. Weiter unten? Ja, weil die Harpie kam gerade von unten. Zwei. Ja, kam ja auch von rechts, von daher. Die spawnen, glaube ich, einfach nur auf einer bestimmten Höhe. Die spawnen auch hier die ganze Zeit bei mir, obwohl hier keine Inseln sind. Oh, ich habe eine gefunden. Krass, wie hoch man hier springen kann. Hui. Ich habe eine. Ich muss das irgendwie wieder hier weg dann. Ein Star Fairy. Yeah, alles klar. Geht scharf. Sterbt, ihr blöden Harpie da draußen. Ich mach euch platt beim Star Fairy. Das ist so eine geile Waffe. Ich bin so schlecht im Zielen. Perfekt. So, die treiben sich alle da unten rum. Boah, geht weg. Blödes. Also wie gesagt, eine Insel habe ich jetzt schon gefunden. Komm, Mana. Au. Mana. Och nö. Oh, ich bin beim Dungeon. Wahnsinn. Schon. Ich will meine Items wieder haben. Achso, da kann ich jetzt gar nicht rüber.
erstmal nochmal Fallschaden holen. Muss sein. Ich noch einen Gravitationstrank habe. Geht weg! Star Fury on the move! Wie viel Schaden macht das Ding? 22 Milli-Damage plus 40 oder sowas auf den Stern, die es beschwört. Das ist so übel. Achso, ich muss hier hoch. Ha. Versuche aber nicht an der rechten Seite hochzugehen. Ja, hast du mir auch gerade überlegt. Weil da würdest du, glaube ich, instant wieder sterben. Naja, ich komme halt irgendwo oben an und wieder durchbuddeln. Guck mal, dass ich ein lustiges Schwert gefunden habe. Lol, wo? Auf der anderen Insel, die ich gefunden habe. Lol. Es war bei jedem Schlag, kostet zwar Mana das Schlagen, also ich kann normal schlagen, und wenn ich halt keine Mana habe, dann ist es einfach nur ein Schwert, aber sonst gib mir mein Stuff. Oh, irgendwie habe ich ein volles Inventar. Ja, und unter uns sind ganz schön viele von diesen Viechern. Ja, ja, bin ja gerade schon dabei. Ich glaube, erstmal hier, das war da, das war da, das war da, den Lizard in a Bottle, Tungsten, dahin, Lizard in a Bottle, da, dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mein Schwert ersetze oder nicht. Oh, sorry. Sag mal was, wenn die hier hochkommen. Nö, nö, ich krieg das hin. 3 Bonus Defense, so, Gold Pickaxe. Voll lustig, weil diese Sterne halt auch da treffen, alles was im Weg ist. So, ich habe jetzt erstmal, glaube ich, wieder alles, was ich vorher hatte. Hast du deine Accessoire-Slots schon voll? Nee, ich habe noch Beine frei. Nee, ich meine hier, ob du sowas brauchen kannst. Fessel. Das ist es, was auf Englisch Shackle heißt. Okay. Wo habe ich denn die gerade aufgenommen? Hier. Die kannst halt in einen so einen Accessoire-Slot reinpacken. Ah ja. Habe ich gemacht. So, du hast immer noch keinen Spiegel, ne? Ich würde einfach sonst zurückgehen, ja, das mal. Weil du wolltest ja dann langsam aufhören. Mhm. Ich bin mal weg. Oh. So, die Tränke. Also ich habe gerade festgestellt, wir brauchen unbedingt noch einen Spiegel. Ja, das haben wir ja schon eine ganze Weile. Ja. Sind wir der Ansicht, aber der Spiegel will nicht so, wie wir wollen. Das ist wohl richtig. Brauchen nicht noch eine Iron Pickaxe. Iron Axe. Mein Emerald. Mein Emerald Staff brauche ich jetzt wahrscheinlich gar nicht, wenn ich das jetzt habe. Das Star Fury. Denke ich nicht, dass ich noch benutzen werde. Ja, das kann ich. Das, ja. Ich pack's einfach in die Piggy Bank und da kann ich das dann später rausfahren, wenn ich es nochmal brauche. Wenn ich mir wieder nochmal ausrüsten muss. Könnte ja mal passieren, dass du es mal wieder brauchst. Ja.
Mal wieder. Da kommt auch das Schwert hin. Mit dem Bone Sword kann ich mit dem irgendwas machen, muss ich dann meinem Guide geben, ob ich mit dem irgendwas anfangen kann. So, Quickstack. Na, komm. Quickstack. Die ganzen Potions alle dahin. Potions, Quickstick, mehr Potions und mehr Potions. Ja. Quickstick. Da ist nix. Kann man auch nichts stacken. Okay, die Hälfte habe ich schon. Woo! Ja, der Spiegel ist echt unglaublich nützlich. Müssen wir mehr goldene Truhen finden. Wir haben noch 4 in der Truhe drin. Was? Wir haben noch 4 goldene Truhen in der Truhe drin. Nein, ich meine, wir müssen mehr goldene Truhen finden, so, wo was drin ist. Wegen Spiegel ja, und so. Ja. Die goldene Truhen habe ich auch gerade gesehen. Wenigstens kann ich jetzt ein paar Sterne farmen. Wie viele Mana-Kristalle hast du schon? Ich habe 180 Mana, ich kann nur noch genau einen Mana-Kristall aktivieren. What the hell? Du hast mir das alles gegeben, weil ich diesen komischen Emerald-Stuff hatte. Ja, stimmt. Deswegen... War ja, auch ich habe schon wieder 10 Sterne. Alter, wie krass schnell man die Sterne jetzt auch immer findet. Wenn du einfach nur schnell laufen kannst, dann geht das relativ easy, ja. Noch ein... Komm mal, geil. Piggybank. So, wo ist denn der... Wo ist denn der fucking Guide hin? Ach, da drüben ist er jetzt. Oh Gott. Crafting. Na, mit dem Bone Sword kann ich genau nichts machen. Naja. Schade. Pack ich irgendwo hier mit in eine Wiederausrüstentruhe. Mhm. So, noch 1000. Yay. 1012 oder 13 Sterne später. Wie viel habe ich? 12. So, kann mir der Vetter schon irgendwas machen, was nicht im Hard Mode ist? Muss ich auch nochmal kleiner fragen. Ich habe auch noch eine Giant Feather. Nein, ach. Was mir Giant Feather ist, weiß ich gar nicht, wofür man die ja, braucht. Ja, Giant Harpy Feather halt. Ich glaube, mit der kann man irgendwas machen. So, Feather. Okay. Du kannst später noch Flügel mit den Feathern machen. Das ist aber erst Hard Mode. Vorher kannst du die Gravitation Potion und die Featherfall Potion mit der Feather machen. Sonst kann ich mit der normalen Feather erstmal nichts machen. Dann packe ich dann was für den Potions mit rein. Wobei, nee, die ganzen Zutaten haben wir immer hier hingetan. Kann ich mir einen Teal Mushroom machen? Du mit deinem Ninja, ey. Hiya. Ja, Wahnsinn. Dann kannst du genau ein was machen, du kannst mit Farbe herstellen mit dem Teal Mushroom. So. Hilfe. Hilfe. Blöp. So, wo habe ich denn die Giant hier? Ja, damit kann man Harpy Wings machen. Also auch erst im Hard Mode mit irgendwelchen Souls, oder? Ja. Ja, naja, dann ist das nicht so wahnsinnig spannend momentan nee, für uns. Aber ich mag den Star Fury, das war lustig. Das ist glaube auch die erste Waffe, die ich auf dem, also, die ich auf dem Terraria jemals auf den fliegenden Inseln gefunden habe. Na gut, ich habe jetzt Terraria richtig gespielt, ehrlich gesagt, nie so ganz. Haha. Quickstack. Hab ich jetzt alles gequickstackt. So. Ja, mal kurz gucken, ein was. Housing, ist es suitable? Suitable, ist suitable, ist suitable. Sehr gut, also wir haben 3 leere Häuser jetzt gerade. Also Räume, wo Leute einziehen könnten. Ja, das ist schon mal gut.
Achso, deins wird doch auch noch wahrscheinlich suitable, dann haben wir sogar 4. Lass mich. Weißt du eigentlich, wie man das testen kann? Nee. Also kannst du, wenn du mal dein Inventar aufrufst, gibt's rechts neben deinem Sozialstatus ein kleines Häuschen. Wenn du darauf gehst, kommst du ins Housing-Menü. Tatsache. Da siehst du dann auch, wer wo wohnt. Mit dem Fragezeichen kannst du einfach in den Raum reinklicken und dann kommt links unten der Text, ob das suitable ist oder nicht. Diese Behausung ist geeignet. Die der sagt braucht auch, nicht mal einen Stuhl. Was? Du brauchst welches nicht mal einen Stuhl oder welches Tisch. Welches hast denn du angeklickt? Ja, meins hier, mein Dreckhäuschen da, ohne Stuhl und Tisch drin. Das ist ja, Communities Housing is missing a light source and a table and a chair, auf Englisch, kommt bei mir. Lol, bei mir kommt einfach diese Behausung, ist geeignet. Ja, so wird's Übersetzung. Fail. Also das hier unter uns, ja, das ist geeignet, mit Stuhl und Tisch. Aber die ohne, da steht bei mir kein Licht, kein Table und kein Chair. Also bei mir steht geeignet und darunter steht bereits belegt. Aber sonst steht bei mir auch nur geeignet. So, lol. Was ist das denn hier? Hanno. Okay, das ist der Farben. Achso, genau, da kann man hier so ein Farbenherstellungstool kaufen. Bei der können wir. Kann ich Smokebomben und eine Bubble Machine. Bubble Machine? Warte mal kurz, ich will mal kurz mein Geld holen. Das ist nicht allzu teuer. Wie viel kostet die? Ich glaube 5 Gold kostet die Bubble Machine. Kaufst du jetzt eine Bubble Machine? Bubble Machine 4 Gold. Ich hätte eine Konfetti Gun gekauft. Bubble Wand. Einfach nur, weil wir es können. Hast du eine Bubble Machine gekauft? Nee, aber ich kann mir sie schon kaufen. Na, ich hab mir sie jetzt gekauft. Stell die mal bei uns auf hier. Haben wir hier einen Partyraum. Blub, 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 blub. Hey! Wuhui! Oh, das geht Fischi. Nur einmal. Ist ja gemein. Die Konfetti-Gun geht nur einmal. Was man kann mit Konfetti machen? Man, den Ding jetzt nochmal fragen, was mit Konfetti machen kann. Ich hab das Material dabei. Crafting. Flask of Party. Wie viel kostet denn so eine Konfetti-Gun? Ein Silber nur. Das ist ja gar nichts. Okay. Es gibt alles sogar klar. Eine Party-Bullet. Was zum Kuckuck, ey. So. Eins muss ich jetzt noch machen. Was denn? So. Oh, fuck. So. Trollala. So, und zwar. Woo! Yay! Wofür auch immer. Hui. Jubiläum! Keine Ahnung. Das ist die 30. Folge. Oder die 50. Du könntest sogar hinkommen, die 30. Ja, ich weiß. So, aber. Sonst will ich aber nichts kaufen. Moment mal. Ist das der Demolition-Typ? Na komm, ich will mit dir reden. So, komm, die Dorfbewohner dürfen auch alle mitfeiern. So, ein bisschen Dynamit genommen. Jetzt hab ich noch ganze 3 Gold. Da war mein Gold weg. Jetzt habe ich 100 Konfetti-Kanonen verballert. Guck mal. Oi. Ich kann Blubberblasen machen. Ja. Meine zerplatzen. Da kann ich sogar gedrückt halten. Muss ich gar nicht immer wieder neu klicken. Guck mal. Moonwalk. Nice. Moonwalk. Yeah. Will die große. Deal with it. Das ist aber das denn wirklich, wenn du dagegen kommst. Moonwalk. Wie sieht das aus? Weil, macht das irgendwie Damage oder sowas? Nee, blows Bubbles. Nee. Mehr macht das nicht. Einfach nur so. Ich kann noch ein bisschen mehr mit der Bubble Machine helfen. Das Party Girl hat es uns verkauft. Hallo Barbie Girl. Nee, das ist was anderes. Ich weiß. Das war das Barbie Girl. Ich habe jetzt von Party Girl gesprochen.
Was kann die uns eigentlich momentan verkaufen? Purification Powder. Grass Deckung. Seeds. Sie bewegt magisch Dreck. Oh mein Gott, sie bewegt magisch Dreck. Oh, hier gibt's Graswände und Blumenwände. What the fuck? Und ein Dirt Rod. Achso, Magical Moves Dirt. Yeah, 20. Wow. Es bewegt Erde. 10 Range Damage Musketball. Wir haben doch in. Ich hab doch schon so eine Schusswaffe. Wo haben wir die denn hingetan? Ist die hier? Hier ist er. 17 Range Damage sogar. What? Die ist ja übelst nice. 17 plus, wie viel macht eine normale Kugel? 7. 24. Ja, also ich denke mal, ich verabschiede mich mal von euch Zuschauern schon mal. Ich vermute mal, Alex hat gerade wieder Besuch. Nö. Nee, warst du still. Also ich will mich jetzt verabschieden. Und würde sagen, bis bald und bis zum nächsten Mal. Wir haben immer noch diesen Goblin-Typen nicht gefunden, das nervt. Ja, ja, beim nächsten Mal. Ich will meine Rocket Boots! Auch wenn ich schon fast sowas hab. Und ein Spiegel. Ja gut. Der hat Quatsch, den brauchen wir nicht. Oh. Nee, keine Ahnung, ob man den auch in diesen Crimson Dingern da finden kann, diesen Crimson Herzen. Müssen wir mal gucken. Mhm. Oh, sind die Vorhaben fürs nächste Mal. Genau.